Zwischen dem 5. und 9. Mai 2014 begaben sich die 8 Teilnehmer des Projektes Marking Jewish Satmar nach Dachau in Deutschland. Zu seinen Eindrücken bezüglich des Projektes Marking Jewish Satmar berichtet der Projektleiter Mark Adrian Török. Ich die Geschichte nicht vergessen und ich hoffe, dass wir auch mit den Zeitzeugen auch ein ganz interessantes Gespräch haben werden. Und ja, hoffentlich können wir das auch gut für Satmar vorbereiten, weil wir wissen ja, wir werden dann auch in Satmar im Juli mit dabei sein. Am ersten Projekttag begaben sich die Teilnehmer in die Gedenkstätte Dachau. Dazu berichtet Isabella Weibel. Was mich persönlich heute am meisten beeindruckt hat, waren die Gespräche einzeln, erst mit der Führung, die uns durch das Konzentrationslager hier in Dachau geführt hat, mit André Scharf, zweitens aber auch die Zeit, die wir alleine hier im Konzentrationslager verbringen durften, damit wir uns selber auch Eindrücke machen können über das Leben, die die Häftlinge hier damals hatten. Zum Zweiten aber war es auch sehr interessant, wie wir einzeln, aber auch in kleinen Gruppen in den Archiven zusammenarbeiten und einzeln auch arbeiten durften und dazu auch unter anderem zu den Häftlingen, die aus Satmar stammen, einiges erfahren durften. Dies erfolgte auch mit dem Leiter des Archivs hier in Dachau. Und zum Zweiten, was für mich persönlich sehr interessant war, als Schlussfolgerung, dass die Welt wirklich sehr klein ist und wenn man die einzelnen Schicksale der Menschen, die hier deportiert waren, zusammenstellt, sich doch ergibt, dass die Menschen einander entweder persönlich oder aber durch andere Kontakte kannten. Die jüngste Teilnehmerin des Projektes berichtet über den Besuch in der Gedenkstätte. Ich war vom Anfang an auf diesem ersten Tag gespannt, weil ich wusste, dass wir hier im Konzentrationslager kommen werden. Und es war wirklich sehr interessant. Wir haben das alles heute hier besucht. Und jetzt am Nachmittag waren wir ein bisschen in der Archiv und uns mit einigen Büchern und Dokumenten beschäftigt. Davon die wichtigsten Informationen gesammelt und danach präsentiert.